Jawohl, hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Lego Star Wars 3 The Clone Wars. Hier mit Plo Koon oder Ahsoka Tano am Start. Und wir sind jetzt dabei, gerade wieder Republikübergriffe zu machen. Wir haben jetzt halt, glaube ich, drei erledigt. Totemmond von Anta, Vasek und Coruscant selber. Und ja, gehen jetzt immer mal weiter hier so in der Galaxis. Die blauen Planeten sind aktuell republikkontrolliert, da können wir dementsprechend natürlich keinen Republikübergriff machen. Insofern, die Taktik wird folgende sein. Wir werden jetzt halt auf allen Planeten, wo es möglich ist, erstmal Republikübergriffe machen. Wir werden dann das letzte noch ausstehende Level machen. Das ist das Level mit Doku. Mit Doku und einer Magna-Wache spielt man da. Und muss quasi die Story aus dem Pilotfilm nachspielen. Also die noch vor der eigentlichen Serie kommt. Auf Tatooine. Und dann natürlich die ganzen Separatistenübergriffe und dann nochmal die Republikübergriffe bei allen, die noch ausstehen. Genau. Gestrandet. Commander Bly und eine Handvoll Klonkrieger sind auf Quellbruch gelandet und einer riesigen Druidenarmee der Separatisten in die Arme gelaufen. Das gibt's doch nicht. So, ihre Chancen stehen denkbar schlecht. Die Klone versuchen verzweifelt, eine Rettungskapsel zu bauen. Dies scheint ihre einzige Hoffnung zu sein. Finde ich sehr schön, dass wir bisher nur unterschiedliche Ziele hatten. Und ich liebe dieses Level, Leute. Es tut mir leid. Ich finde es so geil. Es ist eines der schwersten Level, glaube ich, was ich bisher gespielt habe. Aber es ist so witzig, weil man... Der Countdown wird immer verlängert, wenn man in die Rettungskapsel reinsteigt. Und so kann man theoretisch unendlich lange in dieser Welt drin bleiben, solange einer der beiden Spieler regelmäßig in diese Rettungskapsel reinsteigt. Weil die hat so einen Countdown, so 10, 9, 8 geht's dann. Und ich sammle mal vorsorglich Steine, weil ich glaube, wir müssen jede Menge Basen hier einnehmen, bevor wir diese Rettungskapsel bauen können. Die ist vermutlich unter Extras und insofern, das war, glaube ich, unklug. Wir hätten mal schauen sollen, ob da ein silbernes Gebäude ist in der anderen Basis. Aber gut, kann man jetzt nichts mehr machen. So, wieder raus und wieder rein für die Leben. Gut. Nee, kein silbernes Gebäude. Boah, eine Rettungskapsel und Flieger und das gibt richtig Money Money. Sehr gut, dass wir den RX-200 hier dabei haben. Dieses Ding hier. So. Bam. 16k, kommen so auf 70 oder 60. Na, 60. Gut. Also das Level ist geglückt, wenn wir eine Rettungskapsel bauen können und vom Planeten fliehen können. So, erstmal das da hier. Gut. Alle goldenen Objekte erstmal vorsorglich zerstören mit unserem Panzer. Das wird uns in Zukunft nicht mehr so leicht fallen. Gott. Ah. Warte mal, ist das Ding silbern? Ja. Oh. Bauen wir hier mal eine Kanone hin. Können wir mit der ein bisschen spielen. Ah, eine goldene Kanone. Nee, komm, eine normale Kanone reicht's. Also, erstmal dieses Ding da. Ugh. Die Kanone zieht uns jetzt auch noch Leben ab. Das ist ja unfassbar. Na komm. Zwei Klonkommandanten. Alter, das habe ich ja wirklich selten erlebt. Komm, goldene Kanone, jetzt will ich es wissen. Jetzt aber. Jetzt könnt ihr mir gar nichts hier. Sehr schön. So. Bam. Oh, wir können von hier aus das beschädigen, obwohl es nicht in Reichweite liegt. Das ist auch schön. Boom. So. Dieser Blitzer ist auch silbern. Kriegen wir den auch anvisiert? Oh, sehr schön. Wahnsinn. Alter, ich habe echt selten in Star Wars The Clone Wars, also Lego Star Wars 3 The Clone Wars, KI-gesteuerte Einheiten so zielsicher Dinge zerstören sehen. Das ist wirklich krass gerade. Okay, nächster Versuch. Ich glaube, es ist auch schon fast egal. So.
In diesem Sinne. Dieser Kapitän, der braucht jetzt gar nicht reden hier. So. Blub. Oh. Stimmt, da ist noch ein Blitzer. Nächste Basis in Besitz genommen. Ich hasse Blitzer. Habe ich das schon mal gesagt? Blitzer sind das beste Gebäude in diesem Spiel. Wirklich. Es ist so ein Krampf, gegen Blitzer zu spielen. Komm on. Ja, sehr schön. Hm. Rein da. Kannst du mal treffen, bitte? Wäre ganz gut. Hast du eine höhere Schussfrequenz? Nee. Wow. Ich weiß nicht, warte mal. Wir brauchen 3, 4, 5, 6, 7, ich glaube 8. So, Schild aufgehoben. Schild deaktiviert, wie man so schön sagt, in Star Wars. Star Wars Jargon. So, lala. Da Hammers. Ist auch immer schön, wenn man auf dieses Ding drauf geht, als Jedi geht es. So. Her damit. Jetzt aber. Jetzt, Alter, das kann doch jetzt nicht so schwer sein, dieses eine Druidengebäude hier zu zerstören. Wahnsinn. So. Ah, jetzt ist halt immer so das Ding, wenn die feindlichen Truppen gerade so da sind, dann, ne? Na gut. Also. Alter, aber was ihr könnt, kann ich schon lange, ne? So, Blitzer. Bam. So. Müssen sie durch die ganzen Kanonen hier durch. Die Frage ist jetzt, hier sind noch zwei Basen, gell? Besetzen wir die mal ganz kurz mit irgendwas. Zum Beispiel irgendwie so Blasterklone, also völlig egal. Wir brauchen eigentlich einfach nur diese Basen. Solche Level finde ich richtig geil. Die sind richtig entspannt. Kann man sich so ein bisschen auch aufbauen. Und die Zeitbegrenzung ist halt nicht so rigide. Warte mal, wir brauchen noch zwei Basen nur. Okay. Gut. Was steht hier für ein Panzer rum? Ah, nur so ein Speederbike, okay. Okay. So. Hier. ATTE. Busch. So. Könnt mir gar nichts, Alter. Jetzt baue ich mir den unsterblichen Panzer und alles ist gut. So. Ja, der ist unsterblich. So. Büsch. Lass mich raten, goldenes Objekt. Nee, bisher nicht. Bisher nur silbern. Okay. Also ich weiß nicht. Es fühlt sich bei manchen Levels wirklich so an, als wären das zwei verschiedene Level-Designer gewesen. Also, dieses Level ist ein grundsätzlich anderes Spielgefühl als dieses Level, was wir letztes Mal gemacht haben, wo man irgendwie 8 Minuten hat, um alle Gebäude zu zerstören. Wo man so einmal durchrushen muss und das ist durchaus nicht unnervig, sag ich mal so. Ganz vorsichtig. Uah. So. Jetzt aber. Eine Basis brauchen wir noch. Jetzt hoffe ich, dass in der Basis da oben kein Goldobjekt ist. Dann könnte man die einfach schnell holen. Doch, ist eins. Okay. In der Basis unten. Oh, das war ein epischer Schuss. Habt ihr das gesehen? Ah, da müssen wir einmal so seitlich. Da kann man nämlich tief stellen, genau. Ah, so liebe ich das doch, Alter.
geht so schnell mit diesem Panzer. Ah, auch ein goldenes Objekt. Das ist super. Müssen wir doch die mittlere Basis nehmen. Nein. Aber wir können noch ganz kurz diese Kanone ausschalten. Deaktivieren. So. Okay. Ja, mittlere Basis ist doch das Einfachste. Ist zwar ein Schildgenerator, ist ein bisschen nervig, aber unterm Strich. So, bam. Lass uns ganz kurz töten, dass wir wieder die Leben kriegen. Oder auch nicht, okay. Ja, es ist ein feindlicher Held in der Nähe, das ist ein bisschen das Problem. Steht direkt hinter uns. Man kann die Schilder auch ausschalten, aber wenn die feindlichen Helden in der Nähe sind, bringt das einfach nichts, weil sie die direkt wieder anschalten und dann, ja. Ich befürchte, dass das Ding 50.000 kostet, weil das immer so der Standardwert ist für Special-Gebäude. Deswegen habe ich jetzt ein bisschen noch Stats eingesammelt. Gut zugegeben, wir haben es uns auch ein bisschen einfach gemacht. Dadurch, dass wir, dadurch, dass wir diesen RX-200-Panzer am Anfang hatten, das ist immer so ein bisschen ganz interessant. Bei manchen Levels hat man so das Gefühl, dass die Designer dieses Levels irgendwie nicht so richtig damit gerechnet haben, dass man im Endeffekt ja diesen Panzer am Anfang direkt hat. Und dieses ganze Aufbauszenario ergibt halt irgendwie keinen Sinn, wenn man diesen Panzer am Anfang schon zur Verfügung hat. So, jetzt schauen wir mal ganz kurz, was die Rettungskapsel braucht. Ja, 50.000 war klar. Die Frage ist jetzt aber, ich vermute, dass der Counter und dieser Rettungskapsel abbricht, wenn man angegriffen wird. Bin ich mir nicht mehr hundertprozentig sicher, aber ich glaube, es ist so. Deswegen gehen wir einfach mal kurz nach links. Hinter unseren Blitzer. Und bauen den einfach in dieser Basis. Da müssen wir aber diese Basis trotzdem besetzen, fällt mir gerade so auf. Mit irgendwas, irgendeine Kanone da reinsetzen. Bam. So. Gut. Jetzt haben wir nur noch 46.000. Okay. Jetzt zerstören wir noch dieses Gebäude hier. Kostet ja nichts. Immer schön, so ein bisschen meditativ hier das runterticken zu lassen. Super. Weiß ich auch gar nicht so richtig, was soll ich da jetzt kommentieren, ne? Wow. Wir haben schon zu 2/3 runtergebracht. Wow. Wir haben schon zu 3/4 runtergebracht. Wow. Wir haben schon zu 4/5 runtergebracht. So in diesem Stil. So. Jetzt aber. Da ist die Rettungskapsel. Wunderbar. So. 4, 2, 3, 2, 1. Okay. Ja, kaum Steine gesammelt, logischerweise. Aber der goldene Stein für das Level geht an uns. Wunderbar. Und first try. Die letzten beiden Level ja nicht. Beim ersten Mal bin ich mir gar nicht mehr sicher, welches, ob ich das First Try geschafft habe oder nicht. Beim ersten Republik-Übergriff. So, weil wir das jetzt First Try geschafft haben, ich glaube, wir spielen jetzt eine gute Viertelstunde, möchte ich noch ganz kurz was probieren. Warte mal, nehmen wir irgendeinen geilen Jedi. Obi-Wan ist mein Lieblings. Obi-Wan hat diesen ganz normalen Sprung drauf, diesen. Der macht so einen ganz normalen Salto. Seht ihr das? Super. So. Gehen wir mal ganz kurz in den Aufzug. Gut. Was wollte ich jetzt eigentlich machen? Genau, ich wollte mal ganz kurz schauen. Ich weiß von einem der roten Steine, nämlich wo er ist. Also dieser Extras, wo man dann irgendwie Multiplikator für Geld bekommt und so.
Ich glaube nämlich, da oben ist eine. Und da muss man dieses Ding einfach einstecken. Dann kommt da so ein Aufzug oder so. Genau. Dann kann man da hoch. Was ist das? Ich bin mir gar nicht sicher gerade. Oh Gott, wie funktioniert das nochmal? Oh, scheiße. Okay. Ja, kein Stress jetzt. Warte. Das ist ein ganz entspanntes Spiel hier. Ah, nee, es lag da hinten, gell? Ah, da. So. Aber das war eins der höheren, gell? Punkte mal 6. 10 Millionen. Bam. Scheiße. Okay, muss ich mal nachschauen, glaube ich, im Wiki einfach, oder irgendwo bei einem anderen Spieler, wo die anderen, also so Punkte mal 2 oder so, ist, glaube ich, zum Anfang gar nicht so schlecht. Oha. Naja, die ganzen Charaktere, die man kaufen kann. Das machen wir aber erst, wenn wir die Stats entsprechend haben. Da geht's zu den Gefängnissen. Da sind die ganzen Leute, die wir schon eingekerkert haben, sind da drin. Die kann man da entsprechend auch kaufen. Aber da braucht man immer diese bösen Charaktere dafür. Um diese Gefängnisdinger zu öffnen. Und hier, glaube ich, geht's zum Geschützstand. Ah, nee, da geht's zu so einem Random Hunger, wo man dann mit goldenen Steinen auch irgendwas zusammenbauen kann. Das habe ich aber noch nie zusammengebaut. Genau, da muss man, glaube ich, alle goldenen Steine haben. Wie viel kann man insgesamt haben? 130 oder 150? Ich glaube 130 nur. Aber hier war auch ein roter Stein, glaube ich. Insofern probieren wir das mal. Ja, wunderbar. So. Super, dieses Machtkämpfen, ne? Okay. Bin nicht ganz sicher. Ich glaube, man muss auch noch das dritte auslernen. Dann passiert irgendwas. Sieht fast aus wie Druiden-Einzelteile da drin. In diesem Mülleimer. Ja, Tatsache. Punkte mal 4, 2 Millionen, immerhin. Okay, dann wissen wir da jetzt Bescheid. Da geht's ja nochmal weiter. Wohin geht's denn da? Geht's da zum Geschützstand? Aufzugmusik ohne Spaß. Ja, genau. Hier geht es zum Geschützstand. War hier auch ein roter Stein? Ich bin mir gar nicht mehr sicher. Machen wir mal alles kaputt einfach hier. Glaube fast nicht. Vier. Schnell bauen, okay. Das kostet halt 500.000 und da habe ich immer gerne die Stat-Multiplikatoren davor. Naja, gut. Also Punkte mal 2 wäre halt schon mal genial. Dann das suchen wir jetzt, Leute. Die Folge wird ein bisschen länger. Und vielleicht lege ich noch eine Sonderfolge nächstes Mal ein. Ich glaube, das machen wir. Suche nach Punkte mal 2 wird dann die nächste Folge heißen. Ich laufe einmal zurück. Was kann man hier holen? Diesen Eiswagen und so. Das ist total random. Entschuldigung. Okay. Suchen wir mal nach Punkte mal 2. Genau. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Bis dann. Macht's gut. Und tschüss.